Was? Hier in Worms läuft seit 2 Jahren ein Musterbeispiel dafür, dass dieses Politikerverhalten gegen die Bürger und gegen den Bürgerwillen ist. Und das führt zu einer großen Frustration. Ich meine, dass dieses Verhalten der Politiker und der Kirche zum Thema Haus am Dom. Ich nehme an. Ich werde es ganz kurz machen. Es ist nur, die Politiker haben eine Bürgerbefragung abgelehnt mit dem Argument, dass die Kirche von dem Ergebnis rechtlich nicht abhängig ist. Also die Kirche wird das nicht anerkennen. Und da gibt es noch unterschiedliche, sehr frustrierende Verhaltensweisen. Und inzwischen haben sich aber sehr viele Wormser und auswärtige Touristen dafür ausgesprochen, diesen freien Blick und diese Ausstrahlung unseres Domes zu erhalten. Und ich wollte Sie eigentlich bitten oder fragen, was können Sie dafür tun, dass diesem Bürgerwillen mehr Respekt zugeordnet wird oder geschaffen wird? Ich finde das ganz wichtig und richtig, dass wir das ansprechen können hier, was die Bürger auch beschäftigt. Und das ist ganz wichtig. Aber eines muss man auch sagen. Die Politiker haben es da nicht einfach. Sie verlangen von uns, sagen wir mal, etwas, was alle Bürger mitnimmt. Und sie merken schon, dass nicht alle Bürger einer Meinung sind. Und egal, wie wir uns entscheiden, einen haben wir immer gegen uns eine Seite. Und das heißt, es gibt, das müssen sie auch akzeptieren, es gibt schon unterschiedliche Meinungen dazu. Es gibt wirklich unterschiedliche Meinungen. Und da gibt es jetzt auch nicht, automatisch hat der eine die Wahrheit gepachtet oder der andere. Und was das Thema mit dem Dom anbelangt, ich kenne das Thema, ich habe auch Unterschriften überreicht bekommen. Wir haben uns intensiv unterhalten. Ich habe mit dem Generalvikar Giebelmann gesprochen, wir haben mit dem Bistum gesprochen. Wir sind aber auch ein Rechtsstaat. Und das will ich auch deutlich sagen. So einfach ist es. Ja, mir geht es halt darum und Folgendes. Es ist kein böser Wille, sofern ich das beurteilen kann, weil ich ja nicht in der Stadtpolitik bin. Und das Land darf auch nicht in die Stadtpolitik reinreden, haben die Subsidiarität. Es ist aber so, wenn es Land ist, das jemandem gehört und vorher schon ein Gebäude da war und es juristisch geprüft wird, dann kann eine Bürgerbefragung, man kann ja zu allem eine Bürgerbefragung machen. Nur da hat auch die Stadt, soweit ich das in Erinnerung habe, auch nur begrenzt wirklich rechtliche Zugriffsmöglichkeiten. Und die Frage ist natürlich, wie letztlich ein solches Gebäude aussieht. Ich habe mir die 4 Varianten, es gibt ja auch noch eine neue Variante, angeschaut. Da gibt es schon kluge Varianten. Klar kann man drüber reden, muss es 6-stöckig sein? Ja? Muss es diese Höhe haben? Kann man es nicht noch vorab einfach mal, es gilt für alle Seiten und Sichtweisen, glaube ich. Dieser Dom ist ein wunderbares Geschenk an die Menschheit und muss auch weitergegeben werden. Nicht umsonst finden hier die großen Nibelungenfestspiele statt. Der Dom hat so eine besondere Bedeutung und Worms zehrt auch davon, ganz klar. Und man merkt auch, dass sich verschiedene Seiten sehr verfestigen dann auch in dieser Fragestellung. Aber es gehört, glaube ich, auch zur Ehrlichkeit der Politik dazu, zu sagen, wo Politik überhaupt Einflussmöglichkeiten hat. Denn wenn es rechtliche Regelungen gibt und man vor Gericht auch geht und auch Recht gesprochen wird, dann mag das dem einen oder anderen das Ergebnis nicht passen, aber es schützt ihn das nächste Mal, wenn es umgekehrt so ist. Und das ist eben der Punkt, wo ich hier ganz offen sage, Politik kann zum Glück nicht überall eingreifen. Und wenn das rechtlich geklärt ist, und es läuft ja, soweit ich weiß, läuft noch ein Verfahren, und das muss geklärt werden. Denn überlegen Sie mal, was wäre ich denn, was wären wir denn für Politiker, wenn wir sagen würden, wir setzen uns über was hinweg, obwohl gerade auch noch was Juristisches läuft und noch geklärt werden muss. Und so ist aber leider auch Politik und Zusammenleben, am besten ist es, wenn man Kompromisse findet. Das heißt zum Beispiel, in Gebäudeart oder Gebäudeform oder Entwurf findet, mit dem dann auch alle leben können. Klar gibt es auch Vorschläge, ob man ein anderes Gebäude nutzen kann, aber das entscheidet die Kirche dann auch noch mit selbst. Gell? Insofern ist es kein einfaches Feld, aber ich halte es für wichtig, dass Sie es hier ansprechen können. Aber Sie haben auch gesehen, es gibt ja unterschiedliche Reaktionen und das macht es uns natürlich auch nicht einfach. Und deshalb ist Rechtsprechung, die unabhängig ist, ganz, ganz wichtig in der Frage.